Wir zeigen dir in diesem Video, wie du den spanischen La Liga-Spieler Luis Milla schnell und einfach abschießen kannst. Du findest die Aufgabe bei den Zielen unter der Rubrik Meilensteine. Für Milla musst du den Modus Manager Meisterschaft spielen. Hier ist die Bedingung, dass dein Team eine maximale Teambewertung von 77 haben darf und nur ein Spieler über 88 sein darf. Um das Rating möglichst niedrig zu halten, kannst du deine Bank mit 75er Goldspielern auffüllen. So hast du mehr Rating für die Startelf. Außerdem brauchst du für die Aufgaben ein komplettes La Liga Team, also ein Team bestehend aus Spielern der spanischen Liga. Mit diesem Beispielteam kommst du auf das richtige Rating und kannst die Aufgaben abschließen. Insgesamt musst du auf jeden Fall 10 Spiele gewinnen. Dann brauchst du auch noch 30 Tore und 20 Vorlagen. Hierbei kannst du aber auch mehrere pro Spiel sammeln. In 5 separaten Spielen musst du ein Tor per Steilpass vorbereiten. Diesen führst du einfach nur mit Dreieck aus, das ist ziemlich einfach. In 8 Spielen musst du ein Tor von außerhalb des Strafraums erzielen. Das ist ein bisschen anspruchsvoller, ein Video dazu kommt demnächst auf unserem Channel online. Die Aufgaben sind etwas schwerer als die bei Oxford, du musst halt relativ viel spielen und besonders auf die Tore von außerhalb des Strafraums achten. Schauen wir uns die Karte mal genauer an, die sieht nämlich besser aus, als was die Base-Karte so zeigt. Luis Milla spielt für Granada in der spanischen Liga, er hat 3 Sterne Skills, 3 Sterne Weakfoot und die Arbeitsraten hoch hoch. Insgesamt sieht er für einen 8er oder 6er richtig gut aus. 78 Tempo könnte ein bisschen besser sein, wobei der Antritt mit 82 stark ist. Schießen kann er nicht wirklich, ganz schlecht ist es aber auch nicht. Milla kann dafür ganz gut passen, vor allem der kurze Pass ist stabil, auch die Dribbling-Werte gehen vollkommen in Ordnung. Richtig stark ist Milla bei den Defensivstats, das sieht schon richtig ordentlich aus, dann hat er auch noch mit 96 eine fast perfekte Ausdauer. Man kann die Karte auf jeden Fall mal richtig gut zocken. Mit dem Shadow sieht er einfach nur noch überragend aus, weil das Tempo hier auch nochmal richtig krass gepusht wird. Wenn man die Möglichkeit hat, sollte man die Karte auf jeden Fall mitnehmen, Luis Milla kann man richtig gut einbauen und die Karte sieht auch richtig stark aus. Wenn du noch Fragen hast, dann stell sie gerne in den Kommentaren. Lass jetzt gerne noch ein Like und ein Abo da und wir sehen uns beim nächsten Video.